Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und wir sind hier mit Geralt auf einem Friedhof, auf dem wir gerade ein Gruftweib getötet haben, das hier die Leute drangsaliert hat, sogar ein Kind entführt und gegessen hat. Darum musste sie jetzt dann glauben. Ja, und Ja, wir haben es was ist denn los? geschafft. Relativ einfach, muss ich sagen. Das war jetzt wirklich nicht so kompliziert. Und können uns jetzt unsere Belohnung abholen. Oh. Mach langsam. Wie er den einfach wieder angeschubst hat. Oh Mann. So, guten Tag. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Er ist tot. Das Kind ist tot. Och, das dachte ich mir. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Okay. Okay. Sehr schön. Damit haben wir auch das erledigt. Wieder etwas reicher geworden. Tja, im Leben sieht es wieder nicht so gut aus. Ich werde mal wieder noch einen Schwalbetrank zu mir nehmen. Dann müssen wir uns wieder die richtige Quest aussuchen. Da müsste ich mich ja hier mit den Herrinnen des Waldes beschäftigen. Und dazu müssen wir jetzt einmal hier runter. Das ist ja praktischerweise hier auf dem Weg. Wir können hier einfach dem Pfad folgen. Und dann hoffentlich finden wir hier was. Na? So. Plötze. Plötze. Ach, hier. Einmal aufgesessen. Und dann galoppieren wir hier entlang. Ach ja. Mal wieder muss Geralt hier durch die Nacht reiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich 90% der Zeit hier mich mit der irgendwie in der Nacht befinde. Weil Geralt immer den Tag über meditieren muss, um irgendwas in der Nacht anzustellen. So, wir müssen in diese Richtung. So ist es. Nicht so schnell, Plätze. Hier lang, glaube ich. Oh, was habe ich denn da gerade? Was war denn das gerade? Moment. Ist da vielleicht noch ein bisschen Kreuzdorn für mich zu finden? Nee. Das ist weiter hier oben. Ich hätte jetzt kurz gehofft, ich könnte hier noch was abstauben, aber. Tja, doch nicht. Hey! Aber es ist ja nicht mehr weit, ne? Langsamer. Ja, langsamer, Plötze. Wir sind fast hier. Oha, Plötze. Okay. Noch ein kleines Stückchen. Noch über die Brücke hier. Und dann werde ich jetzt, denke ich mal, hier kurz absitzen. Da ist doch irgendein Vieh. Ja. Naja, wir folgen jetzt erstmal noch weiter hier dem Weg. Ja, natürlich müssen hier noch ein paar Krähen sein. So. Tja, wir sind gespannt. Finden wir
Die Mumen vom Buckelsumpf hier. Das müsste sein, der Schrein, oder? Ja, dafür hätte ich nicht unbedingt meine Hexersinne gebraucht. Aha. Irgendwelche Süßigkeiten da dran? Maden. Bleh. Die armen Kinder, ey. Wenn die das essen, dann vergiften sie sich ja. Okay. Folge dem süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersinne. Na schön. Wenn wir die Hexersinne dazu brauchen. Oh, hier ist was. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, jetzt finden wir hier wahrscheinlich alle paar Meter irgendwelche Süßigkeiten. Ich finde das schon ziemlich krass, diese Story. Ich dachte ja am Anfang immer, dieser süße Pfad, von dem haben die ja immer erzählt, die Bauern und so, dass das irgendwie so ein Euphemismus dafür ist, dass sie ihre Kinder im Wald aussetzen. Ich meine, so grob gesagt tun sie das ja auch, aber ich dachte nicht, dass es da wirklich was Süßes gibt. Aha, wird immer bunter hier. Was sind das für krasse Blumen? Die gehören nicht dazu, oder? Nee. Hier geht's lang. Und Ciri hat ja dieses eine Mädchen auch vom süßen Pfad gerettet. War das irgendwo hier in der Nähe? Vielleicht, ne? Ich werde mich mal kurz hierhin begeben, weil es hier irgendwas zu holen gibt. Oh, scheiße, ertrunken. Okay. Kommen die jetzt auch noch zu mir? Nee, die hauen wieder ab. Aber ich könnte sie schon auch bekämpfen. Okay, aus dem Weg, Geralt. Einmal Brot essen, bitte. Okay, es sind natürlich ein paar jetzt hier, ne? Wir könnten, Moment, wir könnten noch das Nekrophagenöl ausrüsten. Ah. Navigation ist wie immer schwierig hier. Das funktioniert gut, soweit. Ja, verdammt. Sehr gut, einmal angezündet. Da ist doch noch eine. Sehe ich doch genau. Oh, sehr gut. Den haben wir direkt angeschossen. Waren das jetzt alle? Ich dachte eben, ich hätte noch einen mehr gesehen. Naja. Okay. Ertrunkenen Zunge, das finde ich wiederum erfreulich. Die brauchen wir ja noch. Schon allein deswegen hat sich das jetzt gelohnt. Hier. Ein bisschen ertrunkenen Hirn, was haben wir da? Na gut. Nichts Besonderes. So. Was ist das? Ignatia. Na gut. Zurück zum süßen Pfad. Hier. Ja. Das Schwert können wir eigentlich wegstecken. Gibt es hier wieder irgendwas, was ich mir genauer anschauen kann? Ich bin auf dem richtigen Weg. Bin ich wieder zurückgelaufen, versehentlich? Moment, wo bin ich denn jetzt? Bin ich versehentlich in die falsche Richtung gelaufen? Kann das sein? Auf jeden Fall bewegt sich diese Markierung mit, also so falsch kann es nicht sein. Ganz schön gewundener Weg hier. Okay. Aha. Einige Hütten. Mitten im Sumpf.
ob sie das wohl sind. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Enemu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Mhm. Was machen die denn hier? Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ja. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Aha. Er könnte doch noch wiederkommen. Irgendwie ist das hier ein bisschen suspekt alles. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Mhm. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Tja, wer ist Hansi? Bist du eine Hexe? Du sorgst für die Kinder. Fragen wir das erstmal. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Nee. Ist sie eine Hexe, fragen wir mal. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Irgendwie ist das hier seltsam. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Die scheint ein bisschen verwirrt zu sein, ne? Jetzt reicht's mir aber. Meine Frage war ganz einfach. Hast du die Frau gesehen oder nicht? Keine Angst, Kinder. Alles in Ordnung, Oma. Er ist nur wütend, weil er sich Sorgen macht. Vielleicht weiß Hansi ja was. Ich bring ihn zu Hansi, bevor er fuchsig wird. Du hast dir Hansi nur ausgedacht. Und du sollst keine solchen Worte benutzen. Ab zur Hütte, sofort. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Und du verschreckst mir nicht länger die Kleinen. Verschwinde, sofort. Das lief ja irgendwie nicht so wie geplant, ne? Tja, ja, dann würde ich sagen, versuchen wir doch einfach nochmal mit dem Jungen zu sprechen, oder? Aber vielleicht werde ich vorher nochmal eine Stunde meditieren, wie so oft. Damit wir unsere Tränke auffüllen.
So. Da geht die Sonne auf. Oh, schaut mal, Leute. Was das für ein herrlicher Sonnenaufgang ist. Ich meine, man kann sich natürlich schon mal fragen, warum die Kinder hier eigentlich mitten in der Nacht rumspielen, ne? Naja. Oh. Waisendorf im Buckelsumpf, ja. Das haben wir wohl gefunden. Mondscherben. Interessant, was die hier so alles haben. Eine Reise ans Ende der Welt. Sirenen, ferne Verwandte der Harpien, sind geflügelte Monster, die auf den Inseln Skelliges zu finden sind, meist auf unbewohnten Eilanden oder den unzugänglichen Küsten der Bewohnten. Der Legende nach sind sie die Töchter des geheimnisvollen, geflügelten Riesen Hresfelg, der am Rande der Welt lebt und mit dem Schlagen seiner Flügel Stürme hervorruft. Hresfelgs Töchter suchen die Gesellschaft von Riesen und bauen ihre Nester in der Nähe ihrer Lager. Diese Kreaturen greifen Boote und Schiffe aus der Luft an, zerfetzen ihre Segel und machen sie so manövrierunfähig. Manchmal greifen sie sich sogar Männer oder Tiere vom Deck und lassen sie in den Tod stürzen. Auch Reisende an einsamen Stränden gehören zu ihren Opfern. Okay. Da haben wir wieder ein bisschen was gelernt, ne? Tja. Ob wir nochmal Sirenen treffen werden? Auf jeden Fall haben wir hier Hundetalg. Gut. Dann gehen wir mal zur nächsten Hütte. Das sieht so ein bisschen wie aus wie so eine... Fast so wie eine Kirche, ne? Ist abgeschlossen. Sehr verdächtig. Hallo, Jenny. Ah, ein Kämpfer! Ja, das bin ich. Ein echter Kämpfer. So, wo muss ich lang? Hier? Aha, das ist wohl der Ort, wo die Kinder schlafen. Erstmal hier das Waisenhaus beklauen. Zwergenschnaps, Arenaria. Oh, krass, was die Frau alles hat hier. Ist ja bemerkenswert. Und hier? Kann ich mir das auch noch holen oder nicht? Doch. Verbena. Hm. So, Großmutter. Und Junge. Mit dem Jungen will ich sprechen. Travik. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Mhm. Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Okay. Mal vielleicht die Kinder hier irgendwie ärgern? Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Mhm. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Mhm. Sieht aus wie er. Ist es ein Zwilling oder was? Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Mhm. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Mhm. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr.
Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Okay. Na, können wir machen. Wir haben ja unsere Hexersinne. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3. 18. 19. 20. Ach süß. Geralt und die Kinder alles wieder. Alles muss versteckt sein. Ja, den ersten haben wir ja quasi schon. Tja, was die Kinder natürlich nicht wissen, ist, dass ich Hexersinne habe und ganz einfach ihren Spuren folgen kann. Bisschen Spielverderber natürlich, so. Also, ich würde sagen, hier hat sich jemand versteckt. Da bist du. Du kannst rauskommen. Wie hast du mich gefunden? Tja, das werde ich dir doch nicht verraten. So, das war das Erste. Dann... hier hinten. Da ist auch noch jemand. Richtung ist die hier. Oh, Hornblatt. Ah, ist wohl hier hoch, ne? Da kann ich allerdings nicht so leicht nach oben, glaube ich, oder? Nee. Aber dann... ist es vielleicht auf der anderen Seite wieder runtergekommen. Oder ich komme oft von der anderen Seite hoch. Da ist doch irgendwas. Okay. Verstecken mit Kindern, ey. Soll ich einfach mal hier A drauf wirken? Ups. Ich weiß nicht, ob das jetzt so effektiv war. Kann ich hier irgendwo hoch? Ach, gucken wir erstmal nach einem anderen Kind. Moment. Die Spuren führen in diese Richtung. Da ist eins. Hallo? Hab dich. Komm raus. Hast mich. Ja. Das hab ich wohl. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Das ist natürlich ein fieses Versteck, wenn ich hier nicht hochkomme. Ah, hier im Heuhaufen, ne? Hab ich dich. Da kommt's. So, eins fehlt noch. Gucken wir mal, wo wir sie finden. Was ist denn mit dieser Tür hier eigentlich, außer dass sie abgeschlossen ist? Schlüssel benötigt. So. Hier. Okay, dann ist es da hinten zum Fenster raus. Offenbar. Aha.
Dann hier lang. Da ist es, das Kind. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Tja, wohlerzogene Kinder. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Na? Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Wovor hat er Angst? Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Hä? Also irgendwas stimmt doch mit der Oma nicht, oder? Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Tja, und wo ist Hansi? Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Ja, danke schön, Kind. So, gibt's jetzt gleich Ärger von der ollen Oma hier? Man weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall sind wir hier wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen, würde ich mal behaupten. Wer hat dir Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Die hat echt ihre beide Hände voll zu tun mit denen, glaube ich. Na gut. Das war doch überaus erhellend, würde ich mal so sagen. Wir haben ein bisschen was gelernt, aber irgendwas stimmt hier auch nicht mit diesen weisen Kindern. Aber wie es hier weitergeht, werden wir beim nächsten Mal erfahren. Vielleicht erfahren wir ja auch, was hier falsch liegt, wovor die Kinder Angst haben. Mal sehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.